Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge aus Connys Küche. Ich bin die Conny und das ist meine Küche. Ich möchte heute mit euch Gemüsebrühe machen, weil, oder Gemüsesuppe, ganz egal, weil ich möchte nachher noch Bärlauchsuppe machen. Dafür brauche ich Gemüsebrühe und da ich keine fertig habe, werde ich die jetzt einfach zubereiten. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr mehr macht, euch Behälter abpacken, in Froster packen oder auch wenn euch diese Menge schon zu groß ist, das ergibt ungefähr 1 Liter, was ich dann mache. Wenn euch das so viel, könnt ihr auch einfach portionsweise dann einfrieren, da passiert nichts mit, oder gleich einen richtig großen Pott auf dem Herd setzen, wo ihr dann meinetwegen hinterher 2 Liter rauskriegt und dann immer was weg. Geht alles. Wie gesagt, ich mache jetzt aus diesen Zutaten so ungefähr 1 Liter Gemüsebrühe, die brauche ich nachher. Das Rezept steht dann übrigens auch in meinem Blog drin mit der Bärlauchsuppe. Und bei der Gemüsebrühe hier habe ich auch noch ein paar kleine Tipps. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an. Ihr seht, ich habe hier noch eine Pfanne aufgebaut. Ich habe das jetzt extra mal, zum Glück haben wir noch so Ersatzplatten, die wir aber auch gern im Sommer draußen benutzen. Ist ganz praktisch. Oder wenn ihr wirklich mal mehr machen wollt, wo halt 4 Herdplatten nicht ausreichen, da ist das immer noch ganz vorteilhaft, wenn man sich das noch daneben stellen kann. Und da ja die Maschine hier in der Mitte steht, habe ich das jetzt hier nebenbei aufgebaut, weil wir es nur für eine Kleinigkeit brauchen. Aber das ist echt gut. So, das machen wir jetzt mal als erstes. Und zwar, wie ihr seht, habe ich hier Zwiebeln halbiert mit Schale. Ich habe in einem Heft gelesen und ich habe es auch schon ausprobiert. Und es ist wirklich echt klasse. Und der Tipp ist wirklich gut. Ich benutze ihn seitdem. Den wollte ich euch jetzt weitergeben. Auf jeden Fall, Zwiebeln, die äußerste Schale habe ich abgemacht, weil die sind meistens doch ziemlich dreckig, wenn ihr es aus dem eigenen Garten habt oder auch kauft. Die äußerste Schale weg und dann einfach halbiert. Und das kommt jetzt in die Pfanne und zwar mit der Schneidfläche auf den Pfannenboden. So, die lege ich da jetzt mal so rein. So sieht das Ganze dann aus, ohne Fett wohlgemerkt. Und die rösten wir jetzt richtig scharf an, weil es gibt dann nochmal extra so Röstaromen. Das kriegt ihr halt in der Suppe gar nicht hin, also in den Topf gar nicht hin, auch nicht mit den ganzen anderen Gemüse. Deswegen die Zwiebeln halt extra. Jetzt muss ich mal gucken. So. Jetzt muss ich hier mal eben, ich habe schon länger nicht mehr damit. Stufe 5. Ich kann das halt auf Stufen einstellen und auf Temperatur. Bei Temperatur machen wir jetzt mal 180 Grad. Wir wollen es jetzt wissen. In der Zwischenzeit packe ich das andere in die Kenwood. Und zwar werde ich da mal den Rührhilfeclip wieder verwenden, weil es doch ein bisschen mehr Gemüse ist. Ihr könnt eure Gemüsesuppe natürlich mit ganz normalen Suppengrün machen. Reicht eigentlich auch schon. Suppengrün ist Sellerie, Porree, Möhren, Petersilie. Sellerie, Porree, Möhren. Ja, das war es eigentlich schon. Und natürlich noch ein paar Gewürze. Was jetzt auch sehr schön ist, ich habe noch Tomate dabei. Ihr könnt es eigentlich sehr schön abhandeln. Also ihr könnt eigentlich reinpacken, was der Kühlschrank oder der Garten hergibt. Wie ich schon sagt, Gemüse. Alles, was als Gemüse zählt, könnt ihr mit in die Suppe machen. Jetzt muss ich mal eben anstellen, sonst sind gleich unsere Zwiebeln fertig und ich bin immer noch am Reden. Wir machen hier mal 140, das reicht. So. Du kannst jetzt mal eben schmelzen. Auf jeden Fall, und was natürlich auch dann noch ist, noch ein kleiner Tipp, ihr könnt auch asiatische Sachen mit reingeben. Asiatische bringt noch mal so eine extra Note. Ich habe jetzt zum Beispiel ein bisschen Ingwer und Zitronengras. Und das gebe ich auch noch dazu. Was auch noch einen schönen Geschmack gibt, also eine schöne Note, sind zum Beispiel Champignons. Muss man eben gucken. Na, die sind ja schön. Da passiert noch nichts, die sind noch weiß. Hier stelle ich mal eben Intervall 2. Jetzt kann das ein bisschen anschwitzen. Wie gesagt, also das bringt so extra Geschmacksnoten in eine Gemüsesuppe.
Aber es könnt ihr auch ganz individuell machen. Also ich glaube, die Suppen schmecken meistens immer ein bisschen anders, weil immer wieder andere Zutaten reinkommen. Und das ist doch gerade das Schöne. Man guckt einfach, was noch drin ist und was man da hat. Und daraus macht man dann einfach was. Jetzt riecht sie auf beiden Seiten. Zwiebel hat natürlich einen schönen, intensiven Aroma. Intensives Aroma. So, die tauschen wir mal ein bisschen in die Mitte. Jetzt habe ich natürlich gerade gesehen, Stufe 6, ne, das ist alles in Ordnung. Passt, wackelt, so. Hier ist es auch am Anschwitzen. Das brauchen wir jetzt auch nicht ganz so stark. Die Tomaten können wir eigentlich auch schon hinzugeben. So. Es gibt noch ein bisschen Flüssigkeit. Und das auch nicht zu lange. Das werde ich jetzt gleich mit Wasser auffüllen. Ich bin aber noch bei der Zwiebel. Ah. Jetzt kommt's. Jetzt werden sie schwarz. Oh, was heißt schwarz? Dunkel. Ja. Es kommt immer darauf an, was ihr für eine Pfanne habt. Ich habe natürlich jetzt eine beschichtete Pfanne. Da dauert es ein bisschen länger drin, bis da doch so ein paar Röstaromen rauskommen. So. Hier das Ganze reicht eigentlich schon mit Anrösten. Was ich jetzt machen werde, das Ganze mit Wasser auffüllen. Und zwar 1,5 Liter Wasser. Es ist immer, diese Krüge sind ein bisschen ungeeignet für meine Maschine, wegen der Wölbung. Aber es geht, reicht. Ich hatte ein bisschen mehr Wasser. So, das lassen wir jetzt Temperatur mal eben auf 140 Grad, dass es einmal richtig heiß wird. Und nachher stellen wir es auf 95 Grad runter, da kann es dann vor sich hin köcheln. Jetzt gebe ich auch mein ganzes Gewürz dazu. Ich habe immer so Lorbeerblätter, Wacholderblätter, so ein, zwei Gewürznelken, Pfefferkörner, Petersilie natürlich. Dann habe ich noch ein bisschen Thymian. Und, das seht ihr hier vielleicht, was hier noch links steht, das eine ist Salz. Aber da werde ich wohl nicht so viel von benutzen, weil ich habe da noch Sojasauce nebenstehen. Sojasauce ist ja ein richtiger Geschmacksträger oder ja, das gibt halt so eine gewisse Gewürznote und da braucht man natürlich nicht mehr viel Salz. Meine Zwiebeln sind jetzt fertig. Ich zeige es euch jetzt mal, wenn sie mir nicht mal wegflutscht. Moment. So. Könnt ihr es so erkennen? Schön angeröstet. Die kommt dann natürlich auch rein. Moment, ich muss mal eben meinen Spritzschutz, sonst spritzt mir gleich alles nach oben. Und natürlich auch die großen auch. Ich zeige es euch hier auch noch. Da, schön schwarz, schön angeröstet. Wie gesagt, und das auch ruhig mit der Schale rein. So. Zwiebeln gehören ja in eine Gemüsesuppe. Andere machen jetzt dann einfach Stücke da rein. Das lassen wir jetzt gut eine Stunde vor sich hin köcheln. Wie gesagt, ich muss mal eben jetzt Temperatur. Nö, es kocht noch nicht. Das heißt, wir warten jetzt eben einen Moment. Rührintervall können wir allerdings ein bisschen hochstellen. Das reicht, wenn es so alle 5 Minuten mal durchrührt, weil es kann ja nichts passieren, es ist ja in Wasser drin. So, Minimum. Und wie gesagt, nach dem Kochen stelle ich es einfach auf 95 Grad zurück. Da braucht ihr jetzt nicht beibleiben und ich würde sagen, dann sehen wir uns so in einer Stunde wieder. So, die eine Stunde ist rum. Wir haben es jetzt gut eine Stunde ruhen lassen, schön vor sich hin köcheln lassen. Zeit ist abgelaufen, super. Moment, jetzt müssen wir das Ganze durchsieben. Sie duftet auf jeden Fall sehr fein, hat auch so einen etwas frischen Geschmack durch das Zitronengras natürlich. So, das ist jetzt heiß. Moment. Erstmal hier mein ganzes gesammelte Gemüse.
von den Kochhaken befreien. So. Oh ja, die sieht sehr fein aus. Auch von der von der Farbe her. Aber es werdet ihr jetzt sehen, wenn ich es jetzt umfülle. So. Achtet mal darauf. Seht ihr, wie schön die Suppe, was sie für eine schöne Farbe hat. Und das ganze Gemüse. Zwiebeln, Zwiebelschalen. Ich glaube, wir müssen mal zwischendurch ein bisschen. Moment, ups. Ich muss mal eben ein bisschen umrühren. Das Sieb ist nicht groß genug für das ganze Gemüse. Oh, duftet sehr fein. Ich hoffe, sie schmeckt demnach auch. Und ihr seht, es kommt immer noch richtig Brühe runter. Also am besten ein bisschen umrühren. Ruhig mal ein bisschen drücken. Ups. Nicht wieder da reinfallen. Im Moment, also ich würde so sagen, so 1,2 Liter haben wir jetzt gewonnen. So. Jetzt mache ich das da. Moment. Jetzt noch eben den Rest. So, jetzt aber. Sammle ich jetzt da mal und jetzt müssen wir sie natürlich mal probieren, wie sie schmeckt. Also Farbe wirklich klasse. Hat schön Schärfe, ein bisschen, ja. Salz brauchen wir noch ein bisschen, aber ich werde das jetzt mit der Sojasauce abschmecken. Einfach durch das Asiatische dann noch. Moment. Jetzt dann noch ein bisschen. Wer das übrigens nicht mag oder so, dieses Frische, weil das Zitronengras ist halt, ja, gibt halt die gewisse Frische. Wer es nicht möchte oder mag, der lässt einfach weg und macht wirklich nur aus den Suppengemüse. Jetzt kam ich nicht auf den Namen. Mit der Sojasauce bin ich natürlich jetzt auch ein bisschen vorsichtig, dass da einfach nicht zu viel reinkommt. Jetzt verändert natürlich die Suppe auch ihre Farbe. Sie ist jetzt etwas dunkler. Oh ja, jetzt hat sie gut. Noch ein bisschen Salz an sich. Und jetzt ist meine Suppe, meine Brühe eigentlich fertig. Ich weiß nicht, könnt ihr es sehen da drinnen? Hat so, geht ein bisschen schlechter. Mit Suppe ist natürlich so eine Sache, vor allem so eine klare. Aber ich mache ein schönes Foto. Auch in der weißen Schüssel, dass ihr auch die Farbe seht. Das hat natürlich auch was mit der Sojasauce zu tun. Und ist ja ein sehr guter Geschmacksträger. Und wie gesagt, und ich werde sie jetzt gleich weiterverwenden für meine Bärlauchsuppe. Und wer da Interesse hat, kann natürlich auch gerne gucken. Ansonsten könnt ihr jetzt natürlich mit dieser Brühe machen, was ihr wollt. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, dem Kochbuch auch nicht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Würde mich über einen Kommentar und einen Like freuen. Und ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, eure Conny.